Danke, Herr Präsident. Sehr geschätzter Herr Landeshauptmann, geschätzte Mitglieder der Landesregierung, liebe Kolleginnen und Kollegen und auch liebe Zuseher auf YouTube. Man sagt über die Politik, dass sie nur dann etwas wert sei, wenn sie sich in der Krise beweise. Nach diesem Gesichtspunkt haben wir Spätgeborenen, die uns Vorausgehenden vielfach fast schon schulmeisterlich und politisch korrekt kritisiert. Jetzt in der Pandemie erleben wir, ich glaube jeder Einzelne von uns, was ich aus den Wortmeldungen von gestern und heute entnommen habe, erleben wir selbst, wie schwierig es ist, eine klare Haltung an den Tag zu legen und diese klare Haltung dann auch jeden Tag aufs Neue zu zelebrieren und daran festzuhalten. Und es stimmt, dass die Pandemie nicht linear sei, wie Landeshauptmann Arno Kompatscher bildlich in seiner politischen Rede zum Haushalt beschrieben hat. Und man folglich auch keine linearen Maßnahmen auf politischer Seite ergreifen könne. In der Krise zeigt sich heute trotzdem ein eher durchwachsenes Bild. Worte, die gestern noch in Sonntagsreden gehalten wurden, sind heute nicht einmal mehr, oft zumindest, Schall und Rauch. Worte beispielsweise vom vereinten Europa, von einem Europa ohne Grenzen, von der weitreichendsten Autonomie der Welt oder von Freiheits- und Bürgerrechten und demokratischen Prinzipien. Und auch ich muss, wie es Kolleginnen und Kollegen bereits gestern und heute getan haben, ansprechen, dass eine Landesregierung, wo zumindest ab und zu der Eindruck entstanden ist, und wenn man Akteure kennt, dann weiß man schon, was los ist, wo der Eindruck entstanden ist, dass sich vielleicht manch einer längst auf Kosten der anderen Landesräte versucht, in Stellung zu bringen, oder auch beispielsweise der Kampf um die Landeshauptmannschaft vielleicht schon ausgebrochen ist, wo man nicht immer das Gefühl hat, dass Einigkeit besteht, die uns in dieser Krise vielleicht noch stärker gemacht hätte, sondern eben ein Verhalten an den Tag gelegt wurde, teilweise das nicht gerade förderlich war. Und einige Kollegen der Opposition haben es angesprochen, dass auch vielleicht manchmal diese Wertschätzung oder dieses Eingebundensein oder Eingebundenwerden von Seiten der Opposition gefehlt hat. Ich betrachte das ein bisschen anders. Ich denke, wenn man politische Zusammenhänge interpretieren kann und wenn man sich bestimmte Aktionen angeschaut hat, auch im Stillen, ohne dies öffentlich zu kommentieren, dann glaube ich, müsste es oder wäre es auch angebracht, wenn wir von Fehlerkultur sprechen, dass sich da jeder an die eigene Brust auch fasst und dass auch die Landesregierung vielleicht sehr wohl die Haltung der Opposition auch wertschätzt, gerade wenn man sich ansieht, wie in anderen Ländern sich die Opposition gegenüber der Regierung verhält. Also ich glaube, in Südtirol, das getraue ich mich zu sagen, hat die Opposition diesbezüglich nicht, weil sie unfähig ist, sondern weil sie die Situation und die Lage erkannt hat, durchaus kooperativ gezeigt und hätte oft auch wahrscheinlich die Möglichkeit gehabt, ganz andere Nebenschauplätze politisch in der Diskussion zu eröffnen, was aber nicht getan wurde. Man muss, darf, soll Dinge kritisieren, die aus einem bürokratischen Übereifer heraus in die Welt gesetzt wurden, ohne einem modernen Staatswesen zu entsprechen.
Und Italien hat in dieser Krise jeden zweiten Tag neue bürokratische Regeln aufgestellt. Wenn wir uns zurückerinnern, die Verpflichtung, eine Eigenerklärung mit sich zu tragen, deren Text sich permanent geändert hat, sowie das Verbot, die eigene Gemeinde zu verlassen, sich vom Wohnsitz beispielsweise nur 150 oder 200 Meter zu entfernen, sind im europäischen Kontext eine Randerscheinung und in ihrer Verhältnismäßigkeit mehr als fraglich. Und auch das wurde gestern schon von Kollegen angesprochen. Während Österreich Unternehmen großzügig entschädigt, die wegen Corona zeitweise schließen mussten, unterstreicht gerade hier Italien mehr denn je, kein moderner Staat und kein dienstleistungsorientierter Staat, sondern unregierbar zu sein und die Bevölkerung im Stich zu lassen, während Banken immer gerettet werden. Die politischen Worte vom Südtiroler Weg mögen zwar gut gemeint gewesen sein, zu einem guten Teil waren sie aber auch im Nachhinein betrachtet etwas populistisch. Und ich bitte hier, mich ganz sicher nicht falsch zu verstehen, denn ich bin eine große Verfechterin, eine große Befürworterin des eigenen Weges, des Südtiroler Weges, den ich mir auch jetzt in dieser Vorweihnachtszeit, wenn auch spät, er ist spät, aber den ich mir natürlich wünsche. Aber bei uns, wenn wir uns zurückerinnern, dann war es manchmal so, dass man zwar einen beherzten Schritt nach vorne gemacht hat, um dann gleich wieder zwei Schritte rückwärts zu machen. Und ich denke, dass eine Politik, die sich immer wieder dagegen wehrt, die eigene Selbstständigkeit viel konsequenter auszubauen, ist dann auch nicht glaubwürdig, wenn sie vom Südtiroler Weg spricht, der in der politischen Praxis dann auch nicht umsetzbar oder durchsetzbar ist, wenn man immer wieder versucht, es der römischen Regierung recht zu machen. Und ich möchte eine Klammer aufmachen und schon noch einmal ganz kurz aus meiner Sicht zumindest in Erinnerung rufen, diesen Südtiroler Weg, den wir gemeinsam im Mai eingeschlagen haben. Was haben wir damals gemacht? Ich denke, man kann es so bezeichnen, dass wir Verfassungswirklichkeit für uns geschaffen haben. Das bedeutet, es ist eine Sache, was in dem mehr oder weniger interessanten Büchlein mit den vielen Nummern, das sich Verfassung nennt, drinnen steht. Und etwas völlig anderes ist es, und in meinen Augen etwas sehr, sehr Wichtiges, wie wir gesehen haben, was man daraus dann in der Wirklichkeit macht, wenn es tatsächlich drauf ankommt, wenn es ums Eingemachte geht, eben die Verfassungswirklichkeit. Und vor diesem Hintergrund hat der Südtiroler Sonderweg vom Mai in meinen Augen autonomiepolitisch schon einiges gebracht. Denn wir haben die sogenannte Verfassungswirklichkeit in unserem Sinne, dem Südtiroler Anspruch, gerecht gemacht, beziehungsweise in unserem Sinne beeinflusst. Es war vielleicht ein kleiner Etappensieg. Und wenn wir uns in die damalige Zeit zurückerinnern, einige Medien, aber auch einige aus Wirtschaftsverbänden, aber auch Kollegen im Südtiroler Landtag, mussten natürlich die Landesregierung zum Kämpfen tragen. Aber nichtsdestotrotz sind in meinen Augen kleine Etappensiege langfristig besser, als wenn man dauernd wieder einknickt und versucht, Musterschüler Roms zu sein. Ich bin felsenfest davon überzeugt und würde mir gerade in dieser oder nach dieser Pandemie diese Courage, diesen Mut, öfter die Verfassungswirklichkeit in unserem Sinne zu beeinflussen, wünschen, dass wir uns getrauen, diesen Weg zu gehen. Wir dürfen aber in diesem ganz besonderen Jahr, in diesem Jahr der Entbehrungen, auch stolz sein, bin ich der Meinung. Und zwar stolz auf die Südtirolerinnen und Südtiroler. Weil wir
und das hat sich gezeigt, ein wirklich funktionierendes Gemeinwesen haben. Weil das Ehrenamt in Südtirol Unglaubliches geleistet hat, ohne dafür eine materielle Gegenleistung zu erhalten. Es sind ganz viele Projekte entstanden in diesem Jahr. Viele Kollegen haben sie namentlich angesprochen, sind konkreter darauf eingegangen. Und viele dieser Projekte sind auch von Jugendlichen ausgegangen. Und ich glaube, dass wir auch darauf stolz sein dürfen, dass junge Menschen in diesem Land bei aller Tragik, bei aller Schwierigkeit, die sie in diesem Jahr mitgemacht haben, dass wir junge Menschen haben, die in dieser schwierigen Zeit für sich selbst mitten in der Pubertät, mitten aus dem Alltag gerissen zu werden. Ich denke, wenn sich jeder von uns zurückerinnert, wenn das in unserer Jugend passiert wäre, dann kann man sich schon irgendwo hineinversetzen, wie sich das wohl angefühlt hätte. Dass da Projekte, soziale Projekte, Nachbarschaftshilfen, Mithilfen und so weiter entstanden sind, darauf bin ich stolz. Aber ich bin auch darauf stolz, dass sich doch eine breite Masse der Südtiroler an die Regeln hält. Und die Regeln waren nicht immer einfach, sie waren nicht immer verständlich, sie waren auch nicht immer nachvollziehbar. Aber der Großteil hat sich an die Regeln gehalten. Und ich bitte, das wirklich positiv zu unterstreichen und künftig all jenen, und ich glaube, es ist im Endeffekt ein kleiner Teil, der sich unverbesserlich nicht an die Regeln hält, dass man diesen keinen breiten Raum mehr bietet. Denn eines möchte ich ganz klar betonen. Es ist ungefähr wie im Straßenverkehr auch. Wer sich nicht an die Regeln hält, dafür gibt es Kontrollorgane. Und wenn sich ein kleiner Teil jetzt nicht an die Regeln hält, dann gibt es dafür auch Kontrollorgane. Aber es kann nicht sein, dass die große Masse, die sich daran hält, die wirklich verstanden hat, vorsichtiger zu sein, ihr Leben vielleicht auch umgestellt hat, Bereitschaft für die Gemeinschaft zeigt, dass die vielleicht jetzt kurz vor Weihnachten noch mit Einschränkungen und weiteren vielleicht auch Schikanen zu rechnen haben. Die Südtiroler haben in der Krise flexibel gehandelt. Das alles spart uns, glaube ich, viel an finanziellen Mitteln und verschont uns vor einer Vielzahl an Problemen. Das macht zuversichtlich und stolz, wie ich es schon gesagt habe. Und ja, selbst wenn uns manch einer seit Jahrzehnten ein schlechtes Gewissen einreden will, weil vielleicht dieser manch eine selbst seine Probleme mit dem eigenen Volk hat, auf sein Volk darf, soll und muss man stolz sein. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir in Südtirol endlich in und nach dieser Krise einen solidarischen Patriotismus an den Tag legen. Dass wir jene Berufsgruppen finanziell unterstützen, die wirklich Wesentliches in der Krise leisten und unsere gesundheitliche Versorgung sowie die Versorgung mit Grunddienstleistungen garantieren. Dass wir auch vielleicht einmal aufhören, Geld in sinnlose Großprojekte zu pumpen und endlich auch beim Thema Steuergeldverschwendung im Postenparadies Südtirol den Sparstift ansetzen. Im System Südtirol verdienen sich nämlich immer noch einige wenige eine goldene Nase, während viele Südtiroler, die die wahren Leistungsträger sind, mit einem äußerst bescheidenen Gehalt klarkommen müssen. Die Südtirolerinnen und Südtiroler haben sich endlich mehr netto vom Brutto verdient. Und zwar wesentlich mehr und nicht nur gut gemeinte Einmalzahlungen. Ich denke dabei besonders auch an die Rentengeneration, die unser Südtirol aufgebaut hat und vielfach mit einer beschämenden Rente auskommen muss. Wo bleiben die konkreten Handlungen nach all den Versprechungen? Und ja, wir werden diesen solidarischen Patriotismus nur dann erreichen, wenn wir endlich den konsequenten Weg
in viel mehr Unabhängigkeit. Ich sage nicht bewusst nicht in die Unabhängigkeit, aber in viel mehr Unabhängigkeit einschreiten. Es ist längst nicht mehr akzeptabel, mit Ausreden vom vereinten Europa daherzukommen, wenn bei jeder Krise, ob es die Flüchtlingskrise war, die Corona-Krise ist, die Grenze am Brenner dicht gemacht wird und wir handlungsunfähig sind. Und Krisen künftig wegzulächeln, wird nach Corona auch nicht mehr gehen. Jetzt, nach einer derartigen Pandemie, bedeutet ein solidarischer Patriotismus für mich, dass endlich diejenigen gefördert, subventioniert und belohnt werden, die uns durch die Krise führen, weil sie tüchtig sind und fleißig sind, ihren Verpflichtungen für das Gemeinwohl nachkommen und Südtirol zu dem gemacht haben, was es heute ist. Ein Landeshaushalt, der nicht endlich auch die Gehälter hebt, und zwar jene der arbeitenden Bevölkerung, der Angestellten, der Menschen in den systemrelevanten Berufen sowie der klein- und mittelständischen Berufe und nicht nur jene der Postenschikaria im System Südtirol, hat keine Zustimmung verdient. Und wenn wir von Anhebung der Gehälter sprechen, dann kann es sich nicht um 2%, sondern muss es um viel, viel mehr gehen. Die eigene Heimat muss wieder leistbar werden. Wenn diese heutige Autonomie das nicht hergibt, dann sollten wir uns wirklich Gedanken machen, woran das liegt. Und dann sollten wir wirklich, wirklich als Politiker uns hinterfragen, ob wir immer mutig genug waren. Und ich glaube schon, dass Politiker gerade nach dieser Krise nicht nur mutig sein dürfen, sondern mutig sein müssen und nicht ständig vor dieser Autonomie Halt machen. Ein solidarischer Patriotismus bedeutet für mich eine Zäsur, ein Umdenken und ein neues Gemeinschaftsgefühl in einem Südtirol, das wirklich auf allen Ebenen wieder zusammenwachsen muss und in dem jene unsere Ehrerweisung verdienen, die uns wirklich durch diese Krise führen. Ich möchte noch ein paar persönliche Anmerkungen machen. Es wurde bereits das Thema Weihnachten auch von Kollegin Arzt-Dammerle und von anderen in ihren Redebeiträgen angesprochen. Mir ist bewusst, dass der eigenständige Weg natürlich kein einfacher ist, dass es vielleicht auch zeitlich drängt. Ich weiß es nicht, würde es, bin keine Juristin. Das Landesgesetz vom Mai hergeben, müssten wir ein eigenes machen. Ich glaube, dass es wichtig ist, zumindest, außer Italien entscheidet definitiv, und dann wäre eine Entscheidung, glaube ich, eine Woche vorher auch irgendwann einmal angebracht, dass die Menschen wissen, woran sie sind. Entscheidet Italien wirklich, dass wir rote Zone werden und ein totaler Lockdown kommt? Bitte, dann wird es so sein. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, glaube ich, dass zumindest dieses Thema, dass die Gemeindegrenzen geöffnet bleiben sollen, und zwar nicht bis 5.000 Einwohner und dass man hier wieder das Meterband nehmen muss, sondern dass die Gemeindegrenzen in Südtirol offen bleiben. Aus mehreren Gründen und aus mehreren Aspekten. Es liegt nicht, es steht mir nicht zu und auch der Politik nicht zu, was Menschen in diesem Land unter Weihnachten zu verstehen zu haben, beziehungsweise wie Weihnachten zu feiern ist. Ich denke, Weihnachten wird jeder für sich selbst definieren und es liegt an jedem selbst, wie er dieses Fest gestalten will. Aber ich denke, gerade nach so einem schwierigen Jahr ist es wichtig, dass wir den Familien die Möglichkeit geben, ihre engsten Familienmitglieder selbst dann zu sehen, wenn sie nicht in derselben Gemeinde leben. Ich denke, dass es auch wichtig ist, dass wir Senioren die Selbstbestimmtheit geben, ob sie wollen, dass ihre Angehörigen kommen oder ihre Angehörigen die Senioren zu sich nehmen. Ich glaube, das ist auch ein Thema, das wir sehen müssen und das
lese ich aus den vielen Zuschriften, die ich auch erhalte, in diesen Tagen immer wieder heraus, dass es durchaus Senioren selbst sind, denen die Situation und die Lage durchaus bewusst ist, aber die trotzdem den Wunsch haben, dass sie ihre Liebsten bei aller Vorsicht in diesen Tagen natürlich sehen können und dass sie nicht einsam und alleine zu Hause sind. Wir werden sowieso nicht alle zufriedenstellen können oder beglücken können, denken wir an all jene, die in Deutschland oder in Österreich berufstätig sind und es nicht schaffen, vor dem 21. Dezember einzureisen. Da wird es wirklich schwierig werden. Und hier tue ich mich einfach schwer mit solchen Regeln, dass ein negativer Test am 21. Dezember ein negativer Test ist. Am 22. Dezember ist der negative Test nichts mehr wert. Und jemand muss, sollte er trotzdem kommen, 2 Wochen hier in Quarantäne gehen. Man kann sich vorstellen, Berufstätige können sich das natürlich nicht leisten. Und das muss man den Menschen erklären, wie solche Regelungen zustande kommen. Natürlich auch im Hinblick auf den landesweiten Test, auch hier muss man sich bei den Menschen bedanken. Man hat in Österreich gesehen, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass die Menschen mitmachen. In Südtirol haben die Menschen großartig mitgemacht. Sie haben sich natürlich auch irgendetwas erhofft, wissend, dass es nur eine Momentaufnahme ist, dass es nur eine Fotografie der momentanen Situation ist. Es ist uns allen bewusst, dass das Virus natürlich nicht Halt macht vor dem 24., 25., 26., das ist klar. Aber nichtsdestotrotz glaube ich einfach, dass es wichtig ist, dass wir den Menschen die Möglichkeit geben. Wenn die Gemeindegrenzen geschlossen werden, dann haben sie die Möglichkeit nicht. Jeder, der darauf verzichten kann oder verzichten will, kann es trotzdem tun. Aber ich glaube, dass wir das trotz der Pandemie, trotz der Vorsicht, die geboten ist, den Menschen ermöglichen müssen in diesem Jahr, dass sie ihre Senioren, ihre Angehörigen in dieser Zeit nicht alleine lassen. Und ich denke, jeder von uns weiß, dass Weihnachten selbst in guten Zeiten eine hochsensible Zeit für viele Menschen immer war, auch in den Vor-Corona-Zeiten, dass sie jetzt in diesem Jahr noch viel sensibler ist. Und ich glaube, dass Menschen in ihrem engsten Umfeld der Familie auch wieder Kraft und Hoffnung in diesen Tagen schöpfen können. Ich wollte vorhin den Landeshauptmann direkt ersuchen. Mich hat eine Verkäuferin angerufen, die ganz verzweifelt gesagt hat, stimmt es, dass ab morgen die Geschäfte geschlossen sind? Sie hat gesagt, bitte sag dem Landeshauptmann, er soll endlich für Sicherheit sorgen, er soll endlich Klartext reden, denn auch die Kunden drehen durch. Das war vor Weihnachten immer schon so. Aber sie hat gesagt, ich weiß, kenne die jüngsten Medienmeldungen nicht. Sie hat gesagt, bitte sagt uns endlich, wie lange wir noch offen sind, wie es weitergeht, damit wir uns auch organisieren können. Ich denke, allein das zeigt, Deutschland hat den Lockdown gemacht, Österreich ist auch zu. Aber die Menschen wissen, mit wie vielen Angehörigen sie feiern können, wie die Situation ist. In Italien weiß man es nicht. Und auch hier hat man in den letzten Tagen immer wieder gehört, ja, vielleicht geht Südtirol einen eigenen Weg. Dann bitte ich, wenn man diesen Weg gehen will, dass man so schnell wie möglich auch sagt, wie dieser aussieht und dass man diesen dann auch angeht. Ein paar Worte. Und zwar auch aus persönlicher Erfahrung möchte ich zur Sanität sagen. Ich war in diesem Jahr 2-mal mit der Sanität direkt betroffen oder direkt involviert. Einmal selbst als Patientin im ersten Lockdown. Da möchte ich mich bedanken, wie es damals abgelaufen ist. Und ein zweites Mal mit meiner Mutter, die fast 7 Wochen im Krankenhaus Bozen war.
Und ich möchte jetzt die Vorgeschichte allen ersparen, denn die werde ich der Volksanwältin geben, was sich in der Ersten Hilfe zugetragen hat und was ich dort erlebt habe. Man hört immer wieder, wenn sich Menschen mit Geschichten und mit Nachrichten, dass sie sich an uns wenden und diese erzählen, dann hört sich das manchmal ja, wirklich schlimm an, aber manchmal glaubt man selbst, das kann es doch nicht sein. Aber wenn man wirklich selbst bestimmte Dinge erlebt, dann muss ich sagen, musste ich fast schmunzeln, als der Sanitätsbetrieb öffentlich mitgeteilt hat, dass die Menschen nur noch dann in die Erste Hilfe gehen mögen, bitte, wenn es um Leben und Tod geht. Ich musste da ein bisschen schmunzeln, weil ich mir gedacht habe, ich würde vorher sowieso freiwillig sicher keinen Fuß mehr hineinsetzen. Meine Mutter ist dann 2 Tage in Brixen gewesen, um dann wieder in Bozen eingeliefert zu werden. Und soweit alles gut. Ich bin dankbar, dass sie Patientin war in einer Zeit, als es noch entspannter war. Es war ungefähr Mitte September. Ich war auch dankbar, dass sie in eine Abteilung kam, die zwar Corona-Patienten hatte, viele hatte, die Infektionsabteilung, aber sie war im 3. Stock und da war es noch sehr, sehr ruhig vergleichsweise zu dieser Zeit. Ich bin dankbar, dass wir ausgezeichnete Ärzte vorgefunden haben, wirklich ein Pflegepersonal, von dem jeder nur träumen kann, egal welcher Muttersprache, also wirklich Menschlichkeit, Kompetenz und so weiter, wissend, dass in den beiden anderen Stockwerken, was da sich zugetragen hat und wie es da schon mit Corona-Patienten losging, muss ich wirklich im Nachhinein danken und auch ich bin froh, dass sie dort war. Sie wurde dann kurz vor ihrer Entlassung, eine Woche vorher zum eigenen Schutz, auch noch in eine andere Abteilung verlegt. Da hat man gesehen, dass es auch andere Abteilungen gibt in Bozen. Aber was absolut nicht funktioniert hat, ist die Nachbetreuung. Denn als sie vom Krankenhaus entlassen wurde, mehr recht als schlecht, wurde zwar eine Nachkontrolle, ein Termin fixiert, den sie auch wahrgenommen hat, aber da wurde so gut wie gar nichts mehr unternommen. Und das ist jetzt fast 2 Monate her. Sie weiß bis heute nichts. Sie weiß nicht, wie sie mit den Medikamenten weitermachen soll. Sie müsste dringend Physio machen. Auch das ist nicht möglich. Die Nachbetreuung, muss ich einfach sagen, funktioniert nicht. Und ich finde das nicht in Ordnung, nicht weil es meine Mutter ist. Es betrifft ganz, ganz viele Südtiroler, dass wir wirklich nur mehr Corona kennen, dass wir nur mehr mit dieser Krankheit umgehen und für den Rest wird nicht das unternommen, was sich auch diese Menschen verdienen würden. Meine Mama hat sicher Verständnis und ist auch genügsam, aber dass weder eine ordnungsgemäße Entlassung stattgefunden hat oder dass eine Nachbetreuung gegeben ist nach Kontrollen und so weiter. Also das muss ich sagen, bedauere ich sehr. Und da hilft es auch nichts, wenn man die sympathischsten und tollsten Ärzte hat, die sogar noch bereit sind, die Handynummer herzugeben, wenn dann trotzdem keine Information, keine Rückmeldung und so weiter mehr kommt. Und das sage ich stellvertretend für ganz viele, weil ich weiß, dass es natürlich ganz, ganz vielen in diesem Lande so geht. Und in dieser ganzen Zeit, in der ich jeden Tag im Krankenhaus war, da hat man natürlich viel beobachtet und auch viele Gespräche führen können. Und ich denke, dass es war immer wieder in diesen ganzen Monaten von Personalmangel und Bettenmangel und die Rede. Aber eines glaube ich schon, und da zweifle ich manchmal, ob im Krankenhaus selbst die Aufgaben immer so erledigt werden, wie man es sich vielleicht
wünschen oder auch erwarten könnte. Denn wenn ich vom Pflegepersonal selbst höre, dass es Abteilungen gibt, wo das Personal nicht weiß, wie die Zeit herumbringen. Und dann auf der anderen Seite haben wir die Abteilungen, die teilweise auch fast 90 Stunden in der Woche leisten, die überarbeitet sind, die müde sind, die wirklich nicht mehr wissen, wie sie stehen und gehen sollen, dann frage ich mich, ob es nicht manchmal möglich wäre, rasch und schnell auch intern Personal umzustrukturieren, umzuschulen und dort einzusetzen, wo es wirklich notwendig ist. Aber diesbezüglich, glaube ich, wird der Landesrat auch einen Plan oder ein Konzept ausarbeiten müssen, denn es wird irgendwann einmal auch wieder natürlich die Zeit kommen, wo man sich auch allen anderen Krankheitsbildern widmen muss. Und wie dieses Konzept dann konkret aussieht, da werden wir natürlich nachfragen. Bevor der Absturz war vom Internet, da war ich bei diesem Thema der negativen Tests. Es ist schon schwierig, das den Menschen zu erklären, die sich ja wirklich großartig bei den Testreihen bei uns auch, die sich beteiligt haben, wie solche Dinge gehen. Und ich verstehe, dass es natürlich über Staatsgrenzen hinweg der Südtiroler Weg vielleicht nicht unbedingt eingeschlagen werden kann. Aber nichtsdestotrotz wünsche ich mir, dass man vielleicht bis nächste Woche auch, ich habe heute gehört, dass für Studenten die Regelungen passen, dass man hier einiges imstande war zu verbessern, als es noch vor wenigen Tagen ausgesehen hat. Vielleicht schafft man diesen Weg auch für Berufstätige, die wirklich nur über die Weihnachtstage kommen, negativen Test natürlich mit sich führen, aber erst nach dem 21. eben einreisen können. Ich wäre wirklich dankbar, wissend natürlich, dass man nicht jeden Wunsch in diesem Land oder jeder Familie erfüllen kann. Und dann möchte ich noch einen ganz kleinen Gedanken ansprechen, wo es auch nicht mehr zeitlich nicht mehr möglich war, dass ich mich genauer informiere oder diesen in meiner Rede vielleicht auch schöner formuliere. Es wird ganz viel von den Seniorenwohnheimen zu Recht natürlich gesprochen, aber ein Heim wurde von niemandem angesprochen und ich selbst habe auch nie kein einziges Mal daran gedacht. Aber ich habe letzte Woche jemanden getroffen und diese Person hat mir darüber berichtet. Und das ist das Landeskinderheim, wo wir die 0- bis 3-jährigen Kinder untergebracht haben, wirklich Neugeborene bis zu 3 Jahren, wo es derzeit natürlich aufgrund der Corona-Maßnahmen auch einen Aufnahmestopp gibt. Und ich kann mir vorstellen, natürlich geht die gesundheitliche Sicherheit vor, aber ich kann mir vorstellen, dass gerade von März bis jetzt auch in diesem Heim wahrscheinlich eine lange Warteliste leider Gottes auch entstanden sein wird. Ich weiß, dass dieses Heim schon seit langem auf der Tagesordnung steht, dass es entweder umgebaut wird oder neu strukturiert oder dass es vielleicht auch einen Neubau. Ich weiß es nicht, wie hier der Stand der Dinge ist. Vielleicht kann jemand von der Landesregierung diesbezüglich auch Stellung nehmen. Es ist natürlich richtig, dass wir in der Debatte ganz viel auf die Senioren schauen. Und ich glaube, diese Woche hat irgendjemand in Deutschland, ein Politiker, gesagt, wenn es etwas gibt, wofür wir uns entschuldigen müssen, dann ist es gerade der Umgang, den wir in den Seniorenwohnheimen, den wir den Angehörigen gegenüber an den Tag gelegt haben. Aber irgendwo muss ich auch sagen, Fehler werden gemacht. Es war alles neu. Man wollte natürlich die Menschen auch irgendwo schützen. Ich hoffe, dass man meinen Antrag, Tagesordnungsantrag, den ich vorgelegt habe, annimmt, dass man auch jetzt in der Weihnachtszeit in all jenen Heimen oder auch Kliniken, wo dies noch nicht der Fall ist, den Umstand Rechnung trägt und trotzdem einen Raum schafft, einen Ort der Begegnung schafft, dass man die Menschen besuchen kann.
Aber nicht weniger wichtig ist es, auf die Bedürfnisse dieses Landeskinderheimes einzugehen, sich die Situation auch dort vor Augen zu führen, bitte auch dort die Personaldecke anzusehen. Auch dort ist Not am Mann bzw. an der Frau, gerade was die Pflege anbelangt, die Erziehung anbelangt, Sozialarbeiter anbelangt. Und es geht dort um die Kleinsten, die teilweise keinen Bezug zu niemanden aus ihrer Familie haben, die wirklich nur auf die Menschen angewiesen sind, die sie dort eben vom Pflegepersonal, von den Sozialarbeitern vorfinden. Das ist deren Familie. Es gibt dann ein weiteres Stockwerk, wo die Mütter mit den Kindern drinnen sind. Aber ich bitte diesbezüglich auch Rücksicht zu nehmen, und vielleicht kann der eine oder andere sagen, aus der Landesregierung, entweder Landesrätin D., glaube ich, ist zuständig, oder auch Wiedmann, was dort konkret geplant ist. Man hat mir gesagt, dass auch Landesrat Besone einen Besuch abgestattet hat, was den Bau anbelangt. Und ich bin wirklich, mich hat es erschüttert zu hören, welche Geschichten hinter diesen kleinen Wesen natürlich auch stecken, gerade in dieser schwierigen Zeit, dass es eine lange Wartezeit auch gibt. Vielleicht kann man auch darauf kurz in der Antwort eingehen, wie man oder was man gedenkt, diesbezüglich zu unternehmen. Dass natürlich Aufnahmestopp ist, ist klar, aber vielleicht gibt es Möglichkeiten, dass man aus prekären Situationen Kinder vielleicht tatsächlich früher herausholen kann und sie anderweitig unterbringt. Das weiß ich nicht, da bin ich nicht Expertin. Aber mir war es wichtig, dass man auch diesen Aspekt kurz betrachtet und dass es auch dieses Heim gibt und dass wir auch dort wirklich Schutzbefohlene, die allerkleinsten und jüngsten und schwächsten in der Gesellschaft vorfinden. Ich möchte mich abschließend bei allen bedanken, bei allen Kolleginnen, sei es in der Opposition, aber auch in der Regierung, für diese auch spannende Zeit. Ich habe es gestern gemerkt, wie wir hier in Videokonferenz die Weihnachtsfeier abgehalten haben, Weihnachtsfeier unter Anführungszeichen. Ich möchte mich natürlich trotz der schwierigen Zeit und der etwas eigenartigen Zeit beim Präsidenten bedanken, dass er das ermöglicht hat, und auch für all jene, die hier im Haus waren, für die Kekse und den Aperitif. Aber wir haben selbst alle gesehen, wir sind vielleicht alle zusammen nicht die besten Freunde, aber trotzdem, glaube ich, verbindet uns alle so etwas wie Sympathie. Wir möchten alle gemeinsam das Beste für dieses Land. Jeder hat natürlich andere Ansichten, andere Meinungen. Ich glaube, dass das auch legitim ist und eine streitbare, lebendige Demokratie ausmacht. Aber wir sind irgendwo schon, glaube ich, alle zusammengewachsen irgendwo, auch wenn wir uns dieses Jahr sehr, sehr wenig persönlich begegnet sind. Und das hat mit uns allen irgendwo auch etwas gemacht, auch mit uns Politikern. Und das ist mir jedenfalls gestern nicht nur bei den vielen Redebeiträgen aufgefallen. Ich habe es auch als wohltuend empfunden, dass es einmal ein bisschen emotionaler herging als sonst. Auch das hat Platz, auch das zeigt, dass hinter jedem Politiker letzten Endes ein Mensch steht. Und das finde ich mehr als angebracht. Und danke für die, Sven Knoll, glaube ich, hat es gestern gesagt, dass wir noch nie so gut zusammengearbeitet haben oder das Klima irgendwo so gut war wie in dieser Zeit als Opposition vergleichsweise mit anderen Legislaturen. Danke dafür, danke auch für die Landesregierung, dass sie uns ausgehalten hat. Wir wissen, dass es nicht leicht ist, die Entscheidungen letzten Endes zu treffen. Wünsche mir aber trotzdem für das neue Jahr, denn ich denke, dass wir mit dieser Krise noch eine Zeit lang uns beschäftigen werden, dass vielleicht von Seiten der Mehrheit dieser Antrag
der damals leider Gottes von der Opposition zerredet wurde und letzten Endes vom Fraktionssprecher Gerd Lanz zurückgezogen wurde, wo es um die Zusammenarbeit ging, auch außerhalb der institutionellen Ebene, dass wir uns da vielleicht noch einmal zusammensetzen, noch einmal treffen und doch eine Einigkeit finden. Denn ich wünsche mir das und ich glaube, das täte uns allen gut. Und ich glaube auch, dass es der Landesregierung gut tut. Ich wünsche jetzt schon allen viel Gesundheit weiterhin, auch die, die uns zuhören, jedem einzelnen Kolleg und Mitarbeiter hier natürlich im Südtiroler Landtag. Und wünsche noch eine spannende Diskussion und würde mich freuen natürlich, wenn der eine oder andere Tagesordnungsantrag von der Landesregierung auch angenommen werden kann. In diesem Sinne danke und noch eine fruchtbringende Diskussion.